Handlers Opportunities. Oder so. Ja. War das. In einem Land mit Waffen. Wer weiß, vielleicht kommt ein Map-Update und alles mögliche, wenn Trump der Präsident ist. Genau. Denn wenn Trump Präsident ist und die hauen wirklich ein Update dafür raus, dann wird alles bestimmt so richtig hässlich und so. Und überall sind Mauern. Und keine Ahnung. Wir haben uns in Englisch so einen Film über Trump angeguckt. Also so eine News-Sendung, sag ich mal. Oder so eine Satire-Sendung. Wo, ja, der halt über Trump geredet hat. Und erklärt hat, wie dumm das alles ist, was Trump da geplant hat und so. Okay. Und mit seiner komischen Wand da nach Mexiko. Dass es überhaupt nicht funktioniert. Weil Trump meinte ja so, ja, so 4 Billionen, also 4 Milliarden oder sowas, damit kommst du schon hin. Ausgerechnet sind das so mindestens 50 Milliarden oder so. Also, ne? Nein, sonst haben wir ganz Klamotten herstellen lassen. Ja. Hey, kann man da hochfahren? Lass mal da hochfahren. Hey, das ist eine Garage da hinten. Der rechten, linken Seite. Okay. Auf der linken Seite ist eine Garage. Mal auf kann der Map. Sein. Da wo der Punkt steht. Da wo der Punkt jetzt ist und die. Nee, das ist ein Hotel oder so. Nein, das ist auch eine Garage. Nein, das ist keine Garage. Das sind nur Betten. Das ist keine Garage. Ja, da war noch ein Garagenpunkt, Mann. Nein. Doch. Da war nur so ein Bett. Das war ein Bett, das heißt Parkplatz und Schlafplatz und Baum. Kann man da lang fahren? Okay, ich fahr die jetzt nicht um. Dani, fahr mal diese Teile da um. Mal gucken, wie viel Schaden du dann kriegst. Du fährst einfach so drüber, bei mir saßt. Einfach so aus, als wäre da gar nichts. Echt jetzt? Ja. Oh mein Gott. Weißt du was, ich mach das auch gleich mal. Dann krieg ich bestimmt direkt 500% Schaden oder so. Hui. Oh, nee, da fahre ich nicht lang. Ich glaube, die sehen irgendwie zu fest aus. Ja, weil da kommst du auch nirgends hin. Ja. Ja, wobei, nee, doch. Also. Die sahen irgendwie so aus, als könnte man nicht durchfahren. Ich weiß auch nicht. Ich hatte Angst, dagegen zu fahren. Sonst hätte ich das jetzt gemacht. Und ja, ich wäre nicht da lang gefahren, wo ich hin wollte. Also von daher. Nicht so schlau gewesen wäre das. Warte auf Mia. Was? Du bist zu schnell. So. Weil ich gebremst habe. So, ich soll warten. Okay. Ja. Was hast du denn sprechen? Verstanden? Reite auf Mia. Ja, ist, deswegen höre ich so, was? Ja, war gerade schon gut, ne? Warte auf Mia. So eine kurze Pause. Was? Oh Mann. Lol, da fliegt so ein Stuntflugzeug rum. Ich Geil. Weiß. Oh, ich weiß. Oh, ich weiß. Ich wäre fast gerade ausgefahren. Okay. Zu stark bergauf gebremst. Ich bin mit den Bremsen hier halt noch nicht so vertraut. Wobei die Bremsen schon hier fast ein bisschen besser sind als im ETS. Finde ich nicht. Bisschen. Langsam Geschwindigkeiten irgendwie. Genau. Hui. Ich hätte so gelacht, hättest du es jetzt umgefahren. Habe ich mit Absicht nicht gemacht. Wo bleibst du denn? Wo bleibst Komm du? Komm doch denn? Schon. Ich sehe dich gar nicht im Spiegel. Na, fahr doch Ach, mal stimmt, durch ja, die ich Wüste. Ich habe ja meine Spiegel... Nee, mach ich nicht. Fahr du vor.
Lass dich vor, dann kannst du durch die Wüste fahren, wenn du Lust dazu hast, Daniel. Ich habe meine Spiegelsichtweite im Multiplayer niedriger gestellt, wegen der Aufnahmen. Stimmt ja. Da ist ein Schild. Bam! Oh, ich bin sogar wirklich gegen das Schild gefahren. Und, hast du Schaden bekommen? Nee. Also ich hatte vorher schon 1% Schaden und mir wurde es halt nur nochmal angezeigt, dass ich 1% Schaden habe. Komm, ich fahre dir einfach hinterher. Bestimmt kriege ich gleich wieder Schaden. Okay, so geht's sogar. Vielleicht muss ich einfach öfter durch die Wüste fahren, dass mein LKW sich daran gewöhnt. Vielleicht kriegt er dann weniger Schaden. Das wird's bestimmt sein. Ja, das funktioniert sogar wirklich gut. Dann, ich nehme dich jetzt ab jetzt immer. Warum sind denn diese... Boah, diese Lieder, ey. Ich habe immer so viel Klavierklimper in meiner Playlist drin. Dani, ich nehme dich ab jetzt so als Fährtenleser oder so, keine Ahnung. Genau. Aber das erkennt man doch, wo man lang fährt. Nein. Ja, eigentlich erkennt man das ja auch, aber dann fahre ich hinter dir her und auf einmal so bumm und kaputt und so. Ja, jetzt bin ich auf einmal wieder ich schuld. Ja, bist du. Weil bei dir ist nichts passiert. Und bei mir schon. Weil du gecheatet hast. Ja. Ja. Jonas wäre hier bestimmt voll gegen den Mast gefahren. Weil er nicht gesehen hätte oder so. Ja, aber Jonas wäre sowieso irgendwie total gegen den Baum gefahren oder sonst irgendwas. Stimmt, weil er ein Jonas ist. Ja. Er hat das Jonas-Syndrom. Das Jonas-Syndrom? Ja. Muss man so einen Wikipedia-Artikel zu verfassen. Das Jonas-Syndrom. Nee, gibt's auch bestimmt so. Ich weiß nicht, ob es Syndrom gibt. Es gibt ja auch das Merkel-Syndrom. Jeder denkt, wir hätten eine deutsche, wir hätten eine Kanzlerin, die eine Frau wäre und die würde Angela Merkel heißen. Also, auch eine sehr schwere Krankheit, also. Angelo Merta? Ja. Ah ja. Willst du hier nicht weiter rechts fahren, Dani? Nö. Mach doch mal. Aus wie Kevin kein Name ist, sondern es ist eine Diagnose. Aber es ist echt so. Irgendwie jeden Kevin, den ich kenne, ist irgendwie so ein bisschen komisch, sag ich mal. Das stimmt einfach. Ich weiß auch nicht. Und ich habe einen Cousin, der Kevin heißt. Das ist auch so ein bisschen. Naja, okay, der ist auch erst 4 oder so. Keine Ahnung. Also von daher, da ist das noch vertretbar. Was, der trinkt Bier? Oder nee. Ist der 4? Der ist 4. So. Also kann auch sein, dass der schon... Er ist 4 und trinkt Bier. Ja, geht doch. Kann auch sein, dass der Bier trinkt. Man weiß ja, es nicht. Radler. Bestimmt. Also in dem Alter durfte ich auf jeden Fall noch keine Cola und sowas trinken. Und er ich schon. Also von daher... Okay, hier war ich nicht lang. Hä? Nachdem ich gesehen habe, wie du da rumgehüpft bist. Ja, warum? Ich habe 0% Schaden bekommen. Ja, mir egal. Ich fahre da trotzdem nicht lang. Ich dachte eher nur so, oh scheiße, ich muss besser so justieren, weil sonst liege ich auf der Seite. Gar nichts. Wenn man hier langsam durchfährt, macht Spaß. Warte, ich muss eigentlich mal so... Kann ich nur das langsam ein bisschen durchfahren. Das macht irgendwie voll Spaß mit der Federung. Hm. Jetzt nicht. Scheiße. Dani, du wirst immer langsamer und schneller. Da muss ich bremsen. Und dann werde ich zu langsam. Oh Mann. Was machst du da? Ah. Ach ja.
Ey, da steht ein LKW. Also so ein Dingsbums-Teil. Du weißt schon. Der hat mich von der Straße getränkt. So voll in die Bäume. Also, du bist gerade voll zurückgeleckt. Nee. Fahr mal das Schild da um. Wie viel Schaden hast du bekommen? Gar keinen. Ich auch nicht. Oh Mann. Ich will, dass du Schaden bekommst. Fahr mal die Leitplanke da oben. Ah, doch. Ist das eine Leitplanke? 1%. Ja, das ist eine Leitplanke. Oh Mann. Das ist schon teilweise komisch. Das macht total Sinn, ne? Ja, was? Das hier macht total Sinn. Warum macht die total Sinn? Ja, schau dir das mal genauer an. Bogen so. Außenrum ha. Und dann einfach... Ja, okay. Ist halt so der Realität nachempfunden. Wahrscheinlich ist da eine Straße. Dann dachten sie sich so, yo, wir machen ja auch eine Straße. Oder dass weniger Stau ist. Weil hier auch so viel Stau ist, ja. Ja, pff. Oder weil es ein Wohngebiet ist, so Stau und weil sowas. Stimmt, das könnte sein. Ja, in der Realität vielleicht damit weniger Stau ist und so. Ja. Aber in ETS haben die das bestimmt nicht wegen dem Stau gemacht. Also ist in ATS. Weil die sind ja nicht von ausgegangen, dass man das im Multiplayer spielt. Ich würde lachen, wenn du bei der Ansprache statt ATS ETS sogar gesagt hättest. Das kann natürlich sogar gut möglich sein. Habe ich nicht drauf geachtet. Ich auch nicht. Drauf, was ich sage. Ich habe geschlafen. Den fahre ich jetzt voll rein, ey. Okay. Ich hab nicht gesehen, mach nochmal.